Sonic. Seit 1991 begleitet uns dieser blaue Igel durch so einige Videogames. Was am Anfang in 2D noch so ausgesehen hat, wurde leider in den 3D-Sonic-Games immer schlechter. Doch es soll ein Game geben, das das alles ändert. Sonic Frontiers. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Freund von so ewig langen Intro-Cutscenes. Was denkt ihr? Wow! Okay, wir sind mittendrin. Drücke ZR, um zu turbon. Oh! Oh, krass! Oh mein Gott! Okay, das ist Turbo. Okay, das ist irgendwie Bouncy Pad. Aha. Piu! Okay, krass. Krass. Wieder sehr krass. Digga, in welchem Fiebertraum bin ich hier gefangen? Ist das wirklich ein Spiel? Spiel ist ein bisschen weird. Spiel Sonic Frontiers, haben sie gesagt. Es ist lustig und spaßreich. Okay, was ist jetzt passiert? Sonic ist wieder in 720p gefangen. Warum hat das Spiel so eine schlechte, skalierte Grafik? Das kann doch gar nicht sein. Ich habe gedacht, das sind nur die Cutscenes, aber das sieht ja grundsätzlich shit aus. Du bist der Schlüssel. Schlüssel, hä? Immerhin besser als Naga. Heißt das, ich kann meine Freunde retten? Was zur Hölle? Ich bin sehr verwirrt, was dieses Spiel bis jetzt betrifft. Was bist du? Bist du ein Level? Bist du wieder so ein Running Level? Ey, das ist so weird. In welchem Traum bin ich gefangen? Ich habe mich gefragt, hey, warum habe ich noch nie ein Sonic Game gespielt? Das ist der Grund. Das Ganze fühlt sich irgendwie an wie ein Spiel aus Anfang 2000er. Das ist alles nur das Tutorial bis jetzt. Ich darf nicht zu viel erwarten. Ich kann mir nicht helfen. Das ist 2022 erschienen. Okay, ich höre jetzt mal auf zu ranten. Ich mache einfach mal einen Kreis hier rundherum. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das so funktioniert. Es funktioniert wirklich so. Ich kacke ab. Das Video nenne ich einfach, ich spiele Sonic Frontiers, damit du es nicht musst. Ich kenne ja nur die 2D-Sonic-Games. Und ich dachte am Anfang, dass das irgendwie gleich ist. Dass das mehrere Level sind, so wie Super Mario. Ein paar Level, wo du halt entlang rennst. Du sammelst Ringe ein. Aber nein! Suche noch ein Ziel. Oh ja! Ein Ziel kommt vom Himmel. Ein Tower. Ob ich diesen Tower wohl hin soll? Oh mein Gott! Ich laufe einfach. Jetzt mache ich hier meinen Superkreis. Ich muss den enger ziehen. Ich laufe einfach. Ich muss nicht dodgen. Zack. Und noch einmal. Jetzt. Boom. Und nochmal. Boom. Und. Warte. Also. Ach, jetzt kann ich dich so angreifen. Ja, klar. Bam. Hast du ein Zahnrad für mich? Ja. Sehr gut. Erinnert ihr euch noch an das Video? Wir blenden es jetzt hier ein. Super Mario Odyssey, aber ich bin Sonic. Das hat sich mehr nach Sonic Spaß angefühlt als das hier. Schließe Portal 1, 2 ab. Führe fortlaufende Aktionen aus. Digga, nee. Also, das Training können wir jetzt verlassen. Was? Was ist das denn hier? Okay, wir sind wieder in so einem Spiel drinnen. Das macht Spaß. Aber das ganze Spiel sollte so sein. Ist das nur, um Ringe einzusammeln, oder? Boah. Das fühlt sich ja richtig in Speedrun an. Die Musik ist auch geil. Boah, krass. Nein! Ich war zu krass. Alles gehalten. Ja, ich weiß ganz genau, was ich tue. Jens, weißt du wirklich, was du tust? Nein! Oh mein Gott! Okay, alles gut. Und jetzt boing. Wäre das Ganze in einer anschaubaren Grafik und nicht so clunky, was die Bewegungen betrifft, dann wäre das Spiel ja ganz geil. Ich bin einfach nur richtig fett verwirrt von allem. Jetzt ist ein 2D-Sonic-Game. Ja! Endlich ein Teil des Games, der Spaß macht. Ich mache hier richtig wenig. Also rennt gefühlt von selber. Ich mache nichts gerade. Ich bleib einfach so. Okay, das ist eine Ausnahme. Okay, wir bleiben jetzt einfach so. Das ist so ein schlechtes Beispiel gerade. Ich gehe da jetzt raus und gehe einfach nochmal neu rein. Dann zeige ich euch, dass ich die ersten 20 Sekunden in diesem Level nichts gemacht habe. So, ich mache es einfach nur so. Du machst einfach gar nichts. Deswegen war ich am Anfang so verwundert, dass es schon losgeht. Seht ihr? Easy. 51 Sekunden. Alles gut. Und dafür ist... Das war... Okay, das war jetzt... Okay. Ja, das... Ja.
Wir lassen es mal außen vor. Dieses Game! Asura, da muss ich wohl hier ums Bein herumlaufen. Easy! Dann mache ich hier wieder den Hasen. Auch wenn ich ein Igel bin in Wirklichkeit. Oh, jetzt kann ich hier rauflaufen, oder? Boah, krass! Ach, da kann ich mehrmals angreifen. Combo Y spammen. Okay, wild, Breath of the Wild. Es gibt keinen Fall Damage. Sehr gut. Try to hit me. Ich glaube, es schallert. Und jetzt komme ich nicht mehr rauf, na klar. Ey, ich kann aber auch nach unten klicken für den Trainingssimulator. Das ist ja krass. Fantastisch. Mitten im Kampf, eine gute Idee. Ey, dieses Spiel macht mich so wütend. Ist auch cool, wie die Kamera einfach nicht hinterherkommt. Nice. Nein, das Game ist nicht buggy. Nee, ist es nicht. Was zur Hölle? Wieso komme ich da nicht rauf? Piu. Muss das Fenster abwarten. Jetzt! Was? Ich wusste nicht mal, dass ich tot bin. Hä? Bam, 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 bam. Bam, bam, bau, boft, batsch. Puff. Plem. So, jetzt haben sie hier diese... Ei. Ich versteh's nicht. Muss ich ja davor ein paar Ringe farmen. So. Ich kann hier einfach daneben Ringe farmen. Der Boss... Dem Boss juckt das ja eigentlich gar nicht. Miau. Er ist einfach von oben. Easy. Und jetzt wieder rauflaufen. Es wird Nacht. Oh, den ganzen Tag bekämpfe ich ihn schon. Ey, das ist nicht gut. Jetzt. Willst du mich verarschen? Du wirst herumgeschleudert wie so ein Hamster. Wie so ein Zwerghamster in so einer Röhre. Wirst du da durchgepustet. Denkst du, yo, alles wird eh alles gut gehen. Nein. Du wirst genockback bis zum Umfallen. Jetzt. Jetzt. Hab ich's? Bitte sag mir, ich hab's. Jetzt Game Over. Für ein Zahnrad. Ich glaube, es schallert. Komm, rein da. Ich brauche das alles nicht sehen. Ich will einfach nur rein und... Das habe ich doch schon. Das Level habe ich doch schon gespielt. Versteh's nicht. Da wurde mir gerade angezeigt, yo, 3 von 4. Mach da mal was. Und dann spiele ich das gleiche Level noch einmal. Ich bin so verwirrt. How? Hä? Suchen wir den Titel für das Video. Sonic Frontiers ist ein weirdes Game. Ich spiele Sonic Frontiers, damit du es nicht musst. Gescheitertes Meisterwerk. Nein, das ist Meisterwerk wahrscheinlich ein bisschen zu hoch gegriffen. Was bist du? Oh, das ist Amy. Vielleicht liegt die Lösung in den Ruinen. Vielleicht muss ich einfach nur laufen. Open World Sonic Game mit ein paar Verbesserungsvorschlägen. Nummer 1. Was zur Hölle ist diese Story? Nummer 2. Wieso fühlt sich alles so clunky an? Nummer 3. Könnt ihr bitte die Grafik verbessern? Nummer 4. Die Dialoge. Ich habe den Tower hier jetzt aktiviert. Muss ich wieder zurückwatscheln. Ist ja wie World of Warcraft. Ich gehe hin, sprich mit jemandem, gehe wieder zurück. Yo, Amy, du bist ein bisschen glitchy. Aber die Energie, die mich gefangen hielt, ist in dich geflossen. Ach, in mich sind schon ganz andere Energien geflossen. Außerdem scheint es mir irgendwie Kraft zu verleihen. Du bist der Schlüssel. Lass dich von dieser Macht sterben. Okay, immer gerne. Kein Stress. Ist jetzt Baba-Boo-Boss-Fight nochmal? Oh! Wer ist sie plötzlich? Du, verschwinde. Sofort. Sag mir zuerst, wer du bist. Okay, Cutscene-Fight.
Nehme ich. Muss ich nicht selber spielen. Ja, der wird aufgeschüttet. Sonic fliegt weg. Oh ja, krass. Er ist vom Stein zu Stein. Also actionreich ist es schon, muss man sagen. Er ist ins Gesicht. Ah, ich dachte, ich jiete den weg. Ich dachte, er macht so... Puff, wie so mit so einer Fliege. Ah, jetzt werde ich gejietet. Jeet! Ei. Jetzt bin ich... Das hat man doch nicht gesehen! Er hat sie nach rechts gefeuert!